der Seelensammler, mitunter auch Xarabas genannt, ist der bevollmächtigte Abgesandte des Dämonensultans. Manche nennen ihn auch den Dämonenvisier, denn wie ein sterblicher Visier führt er die Geschäfte seines Herrn. Wie er entstand, wer er ist, darüber gibt es nur undeutliche Sagen. Deren allergefährlichste wiederum ist, er sei der Sohn Sumus, den diese vom Dämonensultan empfangen und damit zugleich der Urgrund für Los Zorn. Denn als die Erdmutter ihn gebar, so sagen verwitterte Glyphen auf Stelen vor der Zorganer Küste, da krähte er lauthals die Schande des Los, des Hahnreichs in alle Welt hinaus. Ein Hahnhaupt trägt er auf den Schultern mit blutrot geschwelltem Kamm, und mag sein Oberkörper auch der eines Menschen sein, so sind seine Beine doch zwei unaufhörlich geifernde Schlangen, aus deren Mäulern Natterngift wie Säure tropft. Isarun kann sehen, wie über ihren Körper leuchtende Linien zucken. Durch den Körper, durch den Boden und über dir im Himmel. Pulsierende und pumpende Linien. Der Himmel scheint sich zu bewegen, fast wie ein Meer aus Ebbe und Flut. Oder vielmehr wie ein Fluss. Spiralförmige Linien, die sich von dir aus mit diesen Linien, mit diesen Flüssen verbinden und auch von Abelmir und Boltax ausgehen. Und ein abschirmendes, abstoßendes Kraftfeld, was sich um Masavo gelegt hat. Ebenso auch um Eldan Gorbas und Kiaras. Und Jalan Goldhand. Faszinierend. Was? Ach, es ist wie ein Netz. Wie ein gelenkte Strudel oder Strömungen. Ich kann sehen, dass die Magiebegabten unter uns mit diesem Netz verbunden sind. Aber um unsere Gefährten mit Kamala-Macht fließt diese Strömung herum. Wie die Strömung um einen Stein. Na, vielleicht ist dies der Effekt, der uns beschrieben worden ist. Von den Kraftadern, meint ihr? Ja, genau. Ja, das hört sich tatsächlich exakt so an. 15 Sternchen. Dir fällt auf, dass es sehr viele temporale Linien gibt, eine temporale Matrix. Das muss die Satin auf Kette 2 sein. Ich glaube jetzt nicht, dass ich diese Kette erkennen würde, weil ich keine Kraft in die Magie habe. Aber ich kann das ja mal beschreiben. Vielleicht können die anderen beiden, die damit sich auskennen, dann darauf kommen, dass es diese Linie sein muss. Masavo hatte ja eine Kraftlinienkarte gezeigt, beziehungsweise die hat er aus Perikum mitgenommen, aus dem Kartenarchiv der Drakoniter. Das hat er auf alle Fälle gesagt, dass es eine Satinav-Kette gibt. Es gibt auch ein elementares Hexagramm, aber von den Linien kannst du zumindest nicht sehen. Du bist einfach nur froh, dass es nicht der Knochenpfad ist. Der würde anders aussehen. So, die Temporallinien machen das klar. Ja, wenn er die Karte ausbreitet, können wir dann natürlich auch diese Ketten sehen. Die scheinen sich an bestimmten Punkten zu verdichten, zu kreuzen. Nun, vielleicht ist hier so eine, wie nennt man diese noch, Nodix? Ah, ihr meint da, wo mein Bart angefangen hat zu kribbeln. Ja, das könnte sein. Wenn es ein positiver Nodix ist, dann sollten wir vielleicht es uns einmal genauer angucken. Ja. Das können wir gerne tun, wenn ihr möchtet. Oh ja, ich bin durchaus neugierig, das einmal zu sehen. Und ich würde natürlich trotzdem auf eure Expertise in dieser Hinsicht bauen. Hinsichtlich der Untersuchung eben dieses Nodixes. Würdet ihr? Gewiss doch. Gib mir einen Moment. Ich muss mich erst einmal auf die astralen Strömungen einstimmen. Und wenn der Odem von dir abklingt, hast du auch so ein kurzes Gefühl der, ja, was heißt Farblosigkeit, aber du bist nicht wirklich blind, aber dir fehlen diese Farben. Also dieser Odem hat dir grüne und blaue Linien gezeigt, viel temporale Magie mit Farben, die es gar nicht gibt. Und dass die Welt jetzt in einem... Sie ist einfach nicht mehr so satt und kräftig. Eigentlich ein schöner Anblick. Möchte Boltax seinen eigenen Odem wirken? Oder Abelmir?
noch so wenig Astralenergie. Ja, ich wirke trotzdem ein. Komm. Hat Abel mir Kraftlinienmagie? Ja, natürlich. Ich bin neugierig und ich habe auch Kraftlinienmagie. Ich würde mich auch mal eine Odem mit Zeitlast, kann man sich ja glaube ich dabei ja als Umgebung. Ja. Plus 3, minus 4 gibt eine Erleichterung von 1. Ich habe eine Erleichterung von plus minus 0 durch entsprechendes. Gibt es auf den Analys irgendwelche Erschwernisse? Nee, du kriegst eine Erleichterung, weil du vorher in Odem gewirkt hast. Boltax und Abelmir, ihr könnt das Gleiche erkennen, dass sowohl von euren Händen, von eurem Körper diese Linien abgehen und sich dann in spiralförmigen Banden nach oben ziehen, sich damit verbinden, sich an die Satinov-Kette anschmiegen und dann aufgesogen werden. Also definitiv eine Wechselwirkung und das ist kein Nodex, sondern das ist einfach nur eine Flusslinie, die hier extrem stark ist. Die wohl von Nordosten nach Südwesten wandert. Aber wenn ihr euch jetzt die Karte von Eldan nehmt und dann anlegt, könnt ihr sie sowas wie Norden. Ihr habt zwar keinen Südweiser, der ist sicherlich dann mit dem anderen Gepäck über die Klippen gefallen. Aber mit diesen Linien und der Kraftlinienkarte von Asavo habt ihr jetzt auch eine Himmelsrichtung. Ich würde mich auch mal nach der Kugel umgucken, auf dem Wagen jetzt wieder, wie sie interagiert mit den Kraftströmen sozusagen. Interessant. Folgen. Es gibt eine Wechselwirkung, die sich eher in Kamala Wechselwirkung wohl, würdest du das deuten? Also es ist wieder so ein abschirmendes Kraftfeld, was sich darum gelegt hat. Ähnlich wie das bei Asavo der Fall ist und auch bei Eldan und Yana. Ja, was? Wieso haben ein paar Probleme, die Matrix vor ihrem Auge zu weben, aber dann merkst du wohl, wie es eine Interaktion mit Satinov-Kette 2 gibt und sie dann für dich die Linie öffnet, die Matrix aufschiebt und du kannst dann sehen, wie wohl weitere temporale Linien vor deinem geistigen Auge umherflimmern. Es erinnert dich fast so ein bisschen an die Zeichen, die man aus der Alchemie benutzt. Deine alchemischen Kenntnisse sind ja mittlerweile auch ganz gut und da benutzt man ja auch dann Runen und Glyphen, um Sachen zu schreiben, niederzuschreiben und die zucken so vor deinem geistigen Auge hin und her, verwischen dann wieder, also es ist nicht so, dass da irgendwas am Himmel steht, aber die Zeichen erinnern dich schon so ein bisschen daran. Kannst du teilweise auch noch so einen zeitlichen Nachhall spüren, schmecken, fühlen auf deiner Haut, als ob du teilweise in die Zukunft blicken könntest, teilweise auch in die Vergangenheit. Aber das sind alles nur so Strömungen, die du nicht ganz begreifen oder aufnehmen kannst. Sie zucken einfach nur vor deinem geistigen Auge hin und her. Das hier ist ein höchst interessanter Ort. Ich würde zu gern einmal hier ein bisschen länger verweilen und diesen Ort studieren. Oh ja. Montax, wenn ihr jemals diesen Zauber sprechen wolltet, mit dem ihr in die Vergangenheit blicken könnt, dann wäre das hier ein geeigneter Ort. Oh ja, ich würde prinzipiell sehr gerne, aber ich glaube, meine Kraft reicht heute dafür nicht mehr aus. Es sieht alles wirklich beeindruckend aus. Ihr habt vollkommen recht. Vielleicht sollten wir hier rasten. Habt ihr gesehen, die Nahkugel? Oh ja. Schirmt die Kraft ab. Passt. Ein merkwürdiges Phänomen. Nun ja, wir wussten ja schon vorher, dass es ein kamales Artefakt war. Aber es ist trotzdem ein beeindruckender Anblick. Ich hatte es schon auch unten in der Mine entdeckt. Die Kugel zitterte und beschützte uns auch vor den Spuren. Oh. Und dann war es offensichtlich nicht alleine meinem Elementarband zu verdanken. Ich frage mich, wie es funktioniert. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich finde, wir sollten uns in diese Richtung durchschlagen und hier rasten. Wir sollten, wenn wir eine Kraftlinie entdecken, müssten wir unbedingt ein wenig mit dieser Kugel experimentieren. Ja, was wollt ihr denn experimentieren? Sie ist doch nicht magisch.
Aber sie speist sich doch nicht aus. Wie sie sich auswirkt auf die Umgebung, auf das astrale Geflecht. Ja. Ich sehe euren Punkt, ich sehe euren Punkt. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum die Drachen diese Kugeln fürchten. Ah. Vielleicht nur. Das stört diese Kugel, die astralen Fähigkeiten der Drachen. Ich muss ja schon sagen, dass ich ziemlich eifersüchtig darauf bin und gerne einmal mitreden würde, aber selbst wenn Hesinde mir die Weisheit schenken würde, die astralen Strömungen zu sehen, glaube trotzdem, dass eine Kraftlinie für mich nicht zu begreifen ist, weil ich sie wieder einmal mit kamalen Kräften... Es stellt sich vor wie ein Fluss, könnte ich mir vorstellen, ein Bach. Eine kleine Kraftlinie entspricht vielleicht einem Bach und eine mächtige, wie die Basiliuslinie, wahrscheinlich einem breiten Fluss, wie dem Meer. Reißenden Strom wohl eher. Aber ja, prinzipiell hat Abel mir da recht. Wir müssen trotzdem überlegen, wohin wir jetzt wollen. Wir stehen immer noch auf der Straße und spätestens dann, wenn die Nekromanten aus der Binge zu uns aufschließen, dann werden sie sicherlich unsere Spuren hier finden. Wollen wir auf der Straße weiterziehen oder wenn ihr hier bleiben wollt, dann müssen wir uns in den Wald schlagen. Ich würde gerne hier in den Wald. Also, wir sollten so schnell wie möglich Beilung erreichen. Hier sind wir nicht sicher. Aber ihr wollt doch mit der Kugel experimentieren. Na? Ja, aber nicht hier. Ich denke, es gibt noch Zeitpunkte, wo es besser funktionieren würde. Wow. Zumindest haben wir die Karte Norden können. Richtig. Wisst ihr was, Abel Mir? Wir drehen uns jetzt einmal hier um uns selber und merken uns die ganzen Wegpunkte, damit wir später wieder hierhin zurückfinden und alles genau untersuchen können. Eine gute Idee. Danach sollten wir aber tatsächlich zusehen, dass wir noch etwas Strecke gut machen. Wollen wir uns nicht lieber die elementaren Charakteristika des Ortes hier einprägen? Ich glaube, das ist sinnvoller als irgendwelche Wegpunkte, die sich in 10, 15 Jahren wieder komplett verändern können. Macht ihr das, Boltax? Ich hatte nicht vor, 50 Jahre zu warten. Freunde, wir müssen so oder so innerhalb der nächsten Stunde einen Rastplatz haben. Sonst wird es zu dunkel. Na dann, auf. Wir sollten der Linie auf jeden Fall folgen. Also in die Richtung, in die wir müssen. Ein Stückchen. Können wir denn dem Karren folgen? Ins Unterholz? Es sind urtümliche Wälder, wenn du sie dir ansiehst, sehr saftig, unvergleichlich saftig. Sie erinnern dich nicht so wirklich an das tote Land, was angepriesen worden ist. Es ist aber kein undurchdringlicher Dschungel, zumindest noch nicht. Teilweise ist das ein bisschen sumpfig, trügerisch. Aber solange ihr noch in dieser Hügelkette seid, möchtet ihr meinen, dass der Stein darunter... Also ihr könntet sicherlich auf dieser Linie schlafen. Man könnte sicherlich so 200 Schritt innerhalb dieser Wälder einbiegen und dann könnte man hier die Nacht verbringen. Das würde sicherlich gehen. Also diese Wälder sehen recht gesund aus. Ich denke, wir können vielleicht noch eine halbe Stunde maximal weitergehen, aber ich denke schon, dass hier ein ganz guter Ort wäre, um zu rasten. Ich denke auch. Oh, dann lass uns zumindest den Wagen von der Straße bringen. Und so gut es geht, unsere Spuren verwischen. Darum kümmere ich mich. Kümmert ihr euch einfach darum, den Wagen durch das Unterholz zu lenken? Natürlich. Fahrzeuge lenken. Kann man ja aber an zum Zügel führen? Ja, kannst du auch, klar. Das ist dann eine Abrichtenprobe. Oh, -3. Das ist nicht lieber Hydron fahren. -3 ist nicht so schwer. Was abrichten -3? Oder Fahrzeuge lenken. Beide sind -3, hä? Nee, entweder eine ganz normale Fahrzeuge lenken oder eine abrichten -3, wenn ihr führen wollt. Dann führe ich. Und die Tobrierin in dir raus. Ich verwisch die Spuren. Weil die -3 brauchst du auch. Ja, ihr könnt dann in den urtümlichen Laub- und Tannenwald, also einen Büschwald, einbiegen. Ziemlich düster, möchtet ihr meinen. Der Himmel ist ja sowieso grau verhangen. Aber ihr könnt dann an den kleinen, unnatürlich spitzen Nadeln vorbei. Piekst euch immer mal wieder, bleibt dann auch zwischen der Kleidung hängen und sticht durch die Rüstung teilweise. Das ist sehr unangenehm. Teilweise könnt ihr dann auch majestätische Rosskastanien erkennen, die dann zu euren Füßen
große Brennnesseln haben, Schwindorn, Himbeeren oder Ogerbeeren, die dann hier hochranken oder wuchern. Also es ist ein unnatürlich lebendiger Wald, möchtet ihr meinen. Wenn ihr euch dann die 200 Schritt durch den Wald bewegt habt, könnt ihr aber auch sehen, wie tatsächlich der Wald dichter und dichter wird und auch etwas sumpfiger wird und seid in der Meinung, dass ihr hier sowas wie einen Rastplatz gefunden habt. Es ist nicht wirklich viel Platz, aber ihr seid auf alle Fälle dicht an dicht gedrängt, sodass ihr von der Straße nicht gesehen werdet. Die Spuren wurden verwischt. Wenn sie mit Untoten kommen, ist das kein Problem mehr, weil ihr weit genug entfernt seid. Aber wenn sie mit etwas kommen, was eine Witterung aufnimmt, also Hunde, dann hättet ihr vielleicht doch noch ein Problem. Ja, wir würden unsere Lager aufschlagen. Also kein Feuer machen natürlich, aber die Schlafsäcke ausrollen und ja, die Wachen einteilen, vermutlich. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr die Schlafsäcke auf dem Rucksack an Mann hattet und die nicht über die Klippe gestürzt sind. Vibrieren unsere Artefakte auf der Kraftlinie oder verhalten die sich normal? Also wie verhalten sich unsere magischen Gegenstände? Was hast du denn? Du hast einen Ring? Ich hab nur meinen Schlangenring und meinen einen Dolch. Also ich habe nicht viel Magisches. Also wenn du auf die Kraftlinie wieder trittst, auch wenn du deinen Odem nicht mehr anhast, aber du wirst sicherlich wieder erkennen, dass dein Bart sich wieder gabelt und auch die Artefakte haben kleine Elmsfeuer, die mit deinem Körper harmonisieren. Sieht so vielleicht ein bisschen aus wie so eine magnetische Linie, aber ja, weniger magnetisch, sondern mehr magisch. Ja, dann würde ich mich an eine passende Stelle setzen, während die anderen beginnen, damit das Lager aufzuschlagen, mich in die Natur vertiefen, mich in die Umgebung vertiefen und meditieren. Weil ich diesen Zustand erstmal, jetzt wo ich meinen ersten Schrecken überwunden habe, doch ganz angenehm finde. Das, ja, kommt zumindest einer Entspannungsübung gleich. Ja, ich setze mich mit Asavo hin und weil er ja Interesse an diesen magischen Wahrnehmungen geäußert hatte, werde ich im Haarklein beschreiben, was sich da alles auf dieser Kraftlinie gefühlt hat, damit er es in seinem Buch der Schlange verewigen kann, wenn er möchte. Ja, sehr gerne. Er möchte sich sehr gerne mit dir hinsetzen und fragt immer wieder kleine Details. Versucht auch so eine Zeichnung mit diesen spiralförmigen Linien, was ihm nicht ganz gelingt. Wird erstmal eine Kohlezeichnung sein, damit er sich die Details dann auch sparen kann. Aber wird dann auch nach den alchemistischen Symbolen fragen, die du dann da wohl mitbekommen hast. Und du kannst wohl noch von deinem Analys, auch wenn er schon lange verklungen ist, kannst du aber trotzdem noch so immer einen kleinen Nachhall hören, schmecken, spüren und eine permanente Gänsehaut, die auf dir liegt. Um euch herum in den Bäumen sitzen eine ganze Menge an Blaumeisen, Ameisenheere, die ihr dann unter euch sehen könnt, so die hier und da mal entlang laufen, so eine kleine Straße, die ihr wohl überquert habt, die tatsächlich auch unbewusst liegt diese Ameisenstraße genau auf der Satinav-Kette. Während Boltax dann die Augen geschlossen hat und meditiert, kannst du wohl auch es ist nicht so, dass du siehst, weil du deine Augen geschlossen hast, aber du spürst wie als würdest du über deinem eigenen Körper sitzen und obwohl du weiter nichts sehen kannst, spürst du, wie eine Schlange auf dich zukriecht. Eine Nesselviper, die sich an dir entlang schmiegt und dich kurz schuppig berührt. Aber mir kann wohl, wenn du in den Wald schaust und so ein paar Zweige und Äste beiseite räumst, kannst du aus der Entfernung ein paar Wildschweine quieken hören. Der Wald ist belebt. Also Eldern würde sich erstmal auf den Wagen setzen und eine Zeichnung anfährt. Von seinem Klumpen. Von dem Silberklumpen? Natürlich, damit ich weiß, wie er im Vorhinein aussieht und ich dann das Nachhineinbild malen kann. Wenn er dann eingeschmolzen ist. Okay. Während Iserun gerade mit Asavo zusammensitzt, vielleicht ein bisschen zu nah aneinander, weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber er schenkt dir so eine kleine beruhigende Aura. Die Gänsehaut ist in seiner Nähe nicht ganz so schlimm.
Auch wenn es kein unangenehmes Gefühl ist, aber irgendwann nervt es dann doch vielleicht und mit seinem Kraftfeld kann er das so ein bisschen neutralisieren. Und während du dann bei ihm sitzt und gerade so das ein oder andere dann zu Protokoll gibst, kannst du vor deinem geistigen Auge eine Boron-Geweihte sehen, die durch das Lager hindurchläuft wie eine Geistererscheinung. Sie ist vollkommen haarlos und läuft wie verständlich, wie selbstverständlich gerade durch dieses Lager hindurch und das dann wieder weg. Habt ihr das gerade gesehen? Nein. Was? Ich glaube, ich habe gerade eine temporale Anomalie gesehen. Eine temporale Anomalie? Habt ihr in die Vergangenheit geblickt? Oder in die Zukunft? Oder in die Zukunft. Ich sah, wie eine haarlose, also glatzköpfige Boron-Geweihte hier mitten über diesen Lagerplatz lief. Wann das war, ich habe keine Ahnung. Aber es sah sehr echt aus. Aber es kann natürlich nicht sein. Ja, vielleicht war es ein Geist. Das hätten wir doch gemerkt. Eine Geistererscheinung hätten wir wohl auch wahrgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch vielleicht ein Nachhall meines Analysezaubers ist, dass ich noch auf die astralen Schwingungen dieses Ortes eingestellt bin. Das ist doch optimal, das freut mich doch für euch. Faszinierend. Ja, es muss nicht einmal an diesem Ort sein. Diese Kraftlinien verlaufen quer durch Dere. Savo wird derweil auch auf der Kraftlinienkarte, die er aus Perikon mitgenommen hatte, weitere Anpassungen fertigen und dann auf Nandoria weitere Dinge dazu schreiben. Ja, nun. Wenn wir uns weiter durch den Wald schlagen würden, beziehungsweise wir müssten einen Weg am Fluss entlang finden, dann müssten wir an Dimsung vorbeikommen. Können wir dann auf die Straße nach Lorsung wechseln und dann auf der Straße von Alzoll nach Süden laufen? Aber das würde gut sein. Dann würden wir da auf den Avepass treffen und könnten uns schneller bewegen, als wenn wir querfeldein laufen durch die Hügellande und den Wald. Dimsung? Ich habe gehört, da läuft es nicht so gut mit dem Zoll. In Dimsung? Weil das hatte der Junge gesagt. In dieser Taverne. Also der Tavernwirt. Na gut. Ja, dann, was haltet ihr davon? Ich bin noch nicht ganz sicher. Sollten wir uns durch den Wald schlagen und etwas mehr Zeit auf uns nehmen? Oder wollen wir nach Alzoll einbiegen? Da sind die Straßen besser. Aber Alzoll würde ich gerne meiden. Vor allem, wenn Lucardus von Kemet dort noch sitzt. Ich denke, derzeit ist es klug, keine allzu große Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Und wir sind noch nicht weit genug an Yolgomak dran, dass der Schänder der Elemente die Wilde allzu sehr verdorben hätte. Außer Untoten sollte uns also nichts Unbequemes auflauern. Ich denke nicht, dass wir nach Alzoll oder auch nur in die Nähe reisen sollten. So etwas sollten wir tatsächlich im Wald umgehen. Allerdings denke ich auch nicht, dass wir direkt auf die Straße treffen sollten, die zum Arbepass hinführt. Dort wird man uns nur wieder unbequeme Fragen stellen. Vielleicht sollten wir also diese Wegkreuzung umgehen. Also einfach die Straße überqueren durch das Hügelland und dann querfeldein in Richtung Beilung. Zumindest ein Stück weit querfeldein. Das wird zwar länger dauern, aber wenn wir die sumpfigen Pässe überqueren. Jalan, ihr seid doch Wildniskundig, ihr seid auch immer Raskan gewesen. Nein, wenig. Natürlich kenne ich mich auch im Tobrien und im alten Tobrien zumindest aus. Die Wälder werden kein großes Problem sein. Ich mache mir ein wenig Sorgen um die Sümpfe, wenn wir mit den Karren dort durch wollen. Wir werden einfach beten müssen, dass der Herr Firon uns beisteht, was das angeht. Und falls das nicht hilft, unser fabelmäßiger Hintergeist verlassen. Ich werde mir etwas ausdenken, wenn es soweit ist. Ah, das wird schon alles. Euch fällt sicher etwas ein, zur Not ein Sumpfschlitten. Eine gar nicht so schlechte Idee. Ich glaube, man hätte unseren Wagen anpassen können, wenn wir ihn nicht verloren hätten. Wir
Äußerst bedauerlich. Naja, ein bisschen Schwund ist immer, ihr wisst ja. Wir haben es immerhin alle lebend aus der Mine geschafft und haben auch noch unsere beiden wichtigen Artefakte bei uns, also... Ich denke auch, es ist kein großer Verlust. Etwas ärgerlich, das... Macht ihr. Wir sollten uns querfeld einbewegen, ich stimme dort auch zu. Ich denke, das ist deutlich sicherer. Nun, dann sind wir ja alle einig. Also gut, dann rasten wir hier, werde die erste Wache halten und dann könnt ihr euch erstmal hinlegen. Ich glaube, die Binge hat uns alle etwas gefordert und dieser unerratische Schlafzyklus mit stetig dunklen Wänden und vor allem die Reise auf dem Karren, als wir geflohen sind nach der Königshalle, war doch sehr aufreibend. Freut euch da nicht zu früh. Je näher wir uns Wahrung nähern werden, desto schlimmer wird euer Schlaf werden. Dass wir einander alle einig sind, das haben wir auch selten. Das ist schon etwas Schönes. Boah. Nun, hoffen dann, wir, dass wir in Ballung etwas ausspannen können. Ja, bestimmt, bestimmt. Also gut, dann durchs Krallenmoor. Legt euch jetzt hin. So könnt ihr die Nacht verbringen, wenn ihr mögt. Noch irgendwelche Gespräche, die ihr führen wollt? Ja, nein? Derzeit nicht. Eldan ist mit Malen beschäftigt. Boltax, ja. Ob wir noch die Sache in der Mine... Ja? Ihr habt uns nicht alles erzählt, nicht wahr? Das habe ich schon gesagt gehabt, ja. Ich habe euch nur das Wissen weitergegeben, was relevant war. Was wisst ihr über diese Kristalle? Vieles, aber nichts, was uns jetzt bedrücken sollte. Warum ist der Alchemist hinter den Kristallen her und lässt sie abbauen? Was, welcher Alchemist ist? Hä? Horus Mengres. Woher hattet ihr überhaupt diesen Namen? Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, er lässt die Kristalle abbauen. Nun, das sagte uns. Der sagte uns? Die Hexe. Ach, hier warte nicht, aber ich stand ja unter diesem Zauber. Nun, wir trafen noch diese Hexe in der Mine, diese Nekromantin. Und sie sagte etwas, dass der Alchemist nach diesen Kristallen verlangt. Warum könnt ihr diese wollen? Nun, sie sind elementar aufgeladen und ein großer Schatz, Angosch. Und wie ein Schatz sah es nicht aus, wenn die Zwerge fliehen mussten. Eher ein Fluch, nicht wahr? Es ist kein Fluch, vertraut mir da. Es ist etwas anderes, aber das muss euch jetzt nicht weiter kümmern. Und sollte dennoch kümmern, dass der Alchemist diese... Wir sollten vielleicht die Brücke zerstören, über die wir gekommen sind. Nur so ein Gedanke. Ich kann nichts weiter erzählen über diese Mine. Nein. Es muss euch nicht weiter kümmern, deshalb werde ich euch auch nichts weiter erzählen. Nun gut, jeder hat seine Geheimnisse. Es ist nicht unbedingt mein Geheimnis, aber ja. Schlaft gut. Ja, ihr auch. Ich wünsche euch eine gute Nacht.